piece always for me feels like it is a play and a musical side by side. You get two for the price of one, as we say. But it's also very much in cinematic terms. It's like you go into watch a movie and it starts in black and white. And then suddenly, two notes on a clarinet. Liza hums the first part of the tune that she's trying to remember, the tune that haunts the evening. And suddenly the orchestra is there and we're in Technicolor. Also zusammenfassend kann man eigentlich, dass Liza Elliott an einem Punkt in ihrem Leben angekommen ist, in dem sie in ihrer Funktion als Chefin und auch als Frau keine Entscheidung mehr fällen kann, nicht mehr weiterkommt, an einem Punkt steht, wo sie keine Lösungen parat hat, obwohl sie das früher immer hatte. Und das macht Angst. Und um diese Angst zu bewältigen, geht sie zum Psychiater. Finden Sie irgendetwas an diesem Traum bemerkenswert? Nur, dass der Traum wenig glaubwürdig war, wenn ich ihn mit mir selbst in Beziehung setze. Stimmt. Aber Sie haben ihn geträumt, niemand anders. Es gibt drei Träume im Laufe des Stücks, die wunderschöne Musical-Nummern sind. Das ist der Glamour-Traum, der Hochzeitstraum und der Zirkustraum. Dazwischen haben wir noch eine Kindheitserinnerung, wo wir eben sehen, was Liza passiert ist während ihrer Kindheit und Teenagerzeit, was sehr wichtig ist. Und immer wieder dazwischen kommt sie auch zu Dr. Brooks und erzählt diese Träume und er erklärt und analysiert sie. Sie kommt auch wieder, immer wieder ins Büro und wie sie dann mit den Menschen umgeht, während dieser Analyse, so von krank, Lady in the Dark, Depression to Light. Und das ist auch schön, weil man hört das auch in der Musik und das ist sehr interessant, musikalisch auch mitzuerleben. Meine Welt hast du, mein Sternenheld, ich zog ein Ass und das ist neu. Weil call the three dreams operas and they do indeed go between passages of pure song, passages of recitative, passages of rhythmically notated dialogue, and also passages where text is spoken over music, what you might call underscoring. So in other words, he uses all the layers that are available to him in terms of musical theatre. Der Prinz in Flieder und der Prinz in Blau und der Prinz in Purpur wollen dieselbige Frau. Das ist eben für mich eine tolle Herausforderung, das zu schaffen vom Sprechgesang in dieser Rolle. Eben The Princess of Pure Delight. Dann My Ship, ein ganz pure Song. Denn mir sind Perlen und Seide gleich, ob Gold in Truhen blinkt. Wenn mein Schiff mir nicht auf das hellste Da geht es dann wirklich mit mehr Kopfstimme, aber nicht zu viel, damit es eben nicht wie eine Oper klingt. Und diese jazzigen Sachen, die auch in Jenny sind. Jenny war entschlossen mit 30 Jahren. Jetzt wär's endlich Zeit für die Memoiren. Zurechtgemacht mit Lippenstift und Rouge im Gesicht. Fand sie wirklich einen Mann doch. Der ihre war es nicht. Ha. Dass man ab und zu wirklich derb auch ein bisschen Gas gibt mit der Bruststimme, ist absolut notwendig. Für mich ist das super. Ich kann mich da austoben. Der Gin, der um die Kehle machte dir noch Spaß. Doch mit 71 Jahren bist Jenny ins Gras. Das Tolle ist, dass die Träume
eigentlich das ganze Stück auf einen anderen Level heben und für mich als Regisseur die Möglichkeiten geben, man kann alles damit machen, man kann in jede Zeit gehen. Das Schwierige ist, dass man sich entscheiden muss für etwas. Aber wenn man sagt, die Redaktion ist in der Jetztzeit, so wie auch die Praxis von Dr. Brooks, die Träume können in jeder Zeit spielen. Und da kann man sich eigentlich austoben. Also da entsteht eigentlich das, was vielleicht auch einen Revue-Charakter oder eine große Show ausmacht. Strawinski, Rimski, Korsakow, Muschowski und Gretschaninow und Glasenow und Cäsar, Quick, Raschininow, Rachmaninow, Kuminski und Rachmaninow, Kuschinski und Gretschaninow. Ich höre jetzt besser auf, weil ihr ja nur auf Silben Pannow. Strawinski, Rachmaninow, Kuschinski, Gretschaninow. Ich höre jetzt besser auf.